Liebe Legionäre, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich habe gestern auch das Theaterstück gesehen, mich noch nicht mit Frank Duff beschäftigt, aber ich werde heute einen Iren, einen Zeitgenossen zitieren, gleich zum Abschluss meines Vortrags. Und freue mich auch gleichzeitig. Wir hatten gerade in dem wunderbaren Vortrag über das Magnificat gehört, das lege ich nämlich aus. Und dazu kam noch das Wort des heiligen Bernhard von Clairvaux über das Aquädukt. Und wie es so geht, vor 3 Tagen erschien das Buch des Bernhard von Clairvaux, Honig aus dem Felsen, im Verlag Heiligen Kreuz. Und dort ist diese Predigt oder die Rede über das Aquädukt, also über die Wasserleitung, die durch Maria kam, enthalten. Also ich mache ungeniert Werbung. Bernhard von Clairvaux, wir haben auch hier die Marienpredigten. Ja? Also das ist jetzt wirklich Honig aus dem Felsen. Bitte das draußen anzuschauen am Büchertisch. Und habe auch selber gerade auch noch ein kleines Buch herausgebracht, das sage ich jetzt sehr bescheiden. Es liegt auch draußen, Funken aus der Bibel. Also wer Freude hat, gerne danke und jetzt wird es sachlich. Wir beginnen mit einer Toccata, so wie die Orgelspieler die Orgel anspielen. Von dem englischen Dichter der Shakespeare-Zeit, Christopher Marlowe, stammt die berühmte Zeile über Helena, um deren Schönheit willen der Krieg um Troja ausbrach. Die Zeile heißt, The face that launched 1,000 ships. Das Gesicht, das 1,000 Schiffe entfesselte. Das jetzige Nachdenken widmet sich einer Frau, deren Gesicht noch mehr freisetzte. Über Jahrhunderte hinweg und in alle Zukunft. Freude, Begeisterung, Hingabe, Nachfolge, Gedichte, Ordnungen des Lebens, mit anderen Worten Orden, wie viele Marienorden es gibt, ist vielleicht auch schon einmal gezählt worden, aber auch Bilder, Altäre, Statuen, das Gesicht, das 1,000 Schiffe entfesselte. In der unermesslichen Vielzahl wird sie nur von dieser Bilder wird sie nur von einem übertroffen, von ihrem eigenen Sohn. Und was meint hier dieser Jubel? Er wiederholt, was sie selbst in einem Jubellied ausgesagt hat. Welche Frau hat schon Gott geboren? Welche Frau kennt seine kindlichen Regungen, sein Weinen, sein Lachen? Lebt 30 Jahre mit ihm, der für sie sorgt. Welche Frau erfährt die Hochstunden seines Lebens? Als die Menge ihm ergriffen zuhört, als er zum König ausgerufen werden, als er das geheimnisvolle Reich anbrechen soll, als das geheimnisvolle Reich anbrechen soll und als er zuletzt verblutet. Ecce homo. Idu ho anthropos auf Griechisch, dieser der Mensch. Das ist der Mensch, der das Weltall geschaffen und die Geschichte umgestürzt hat und sie war Zeugin. Davon spricht ein Text, gewebt aus allen Fäden des Glücks, der von diesen beiden Menschen ausgeht. Und wir lesen ihn jetzt wieder einmal. Wir haben ihn gerade noch einmal gebetet, das Magnificat. Wie alle großen Texte liegt er schon im Ohr. Auch in den wundervollen Vertonungen von Palestrina, Buxtehude, Bach bis zu Messiaen. Aber das Bekannte ist immer das Unbekannte. Ein schöner Satz von Hegel. Und es ist heute das Schicksal der ungeheuren und unerschöpflichen biblischen Welt, unbekannt zu sein. Und was ist erstrangig unbekannt? Maria selbst. Versuchen wir, die Augen zu öffnen mit dem Magnificat. Die gewaltige Botschaft der Freude. Tatsächlich liegt es auch an Maria selbst, verborgen zu sein. Wir können über sie gleichermaßen wenig und viel zum Ausdruck bringen. Wenig, weil die Aussagen der Heiligen Schrift über sie zwar großartig, aber zugleich sparsam sind. Und viel, weil ihre Verehrung und Rühmung seit der frühen Kirche immer neue Züge enthüllt, sich immer anderer Symbole bedient, neuer und alter, übrigens auch vorchristlicher Symbole, auch nicht nur jüdischer Symbole. Und dieser unterschiedliche Befund, nämlich Knappheit der Bibel auf der einen Seite und Reichtum der Symbolik auf der anderen Seite,
setzt sich als Unterschied in den christlichen Konfessionen fort. Davon war gerade auch eine Rede in der Frage. Die einen hielten sich nur an die Bibel, blieben karg und zurückhaltend in ihren Äußeren, die evangelischen Christen. Die anderen entfalteten eine reiche, wirklich auch jüdischen, auch vorchristlichen, auch aus anderen Kulturen noch stammenden Symbole, eine sich nährende Symbolik und entwickelten eine starke innere Beziehung zu Maria. In Gebet, Bild, Hymnen. Die orthodoxen Christen, wenn man das immer übersetzt, also die Rechtgläubigen und auch die katholischen, also aufs Ganze bezogenen Christen. Es ist sehr schön, wenn man das Wort katholisch mal aus dem Konfessionellen löst. Katholon, also die, die das Ganze umgreifen. Ja, liest man nun die Evangelien genau, was wir einmal tun wollen, so binden sich Marias Worte mit unerschöpflichen Bezügen zusammen. Sie sind in den Tiefen Israels, aber wie wir auch schon gesagt haben, auch in den Tiefen anderer Kulturen zu finden. Und so führt uns die Spurensuche weit hinaus in den Erdkreis, in den Oikos, in das Haus der an Israel angrenzenden Kulturen. Also Spuren der Freude von weit her. Wir gehen einmal diese Verse durch. Magnificat. Der Eingang sollte jetzt einmal gemacht werden mit dem Hymnos Akathistos, wurde auch schon erwähnt. Also der Hymnos, den man im Stehen singt, nicht im Sitzen, auch nicht im Knien. Stehen ist auch eine dieser ursprünglichen großen liturgischen Haltungen, aufrecht vor dir zu stehen, dir zu dienen. Und der Hymnos sagt nun eine dieser wundervollen Zeilen: Du versöhnst das Unversöhnliche. Es gilt für das Denken und es gilt viel mehr noch für das Leben. Maria bindet zusammen, was eigentlich gar nicht geht. Das Jungfräuliche und das Mütterliche. Sogar das Gebären eines Gottes, nicht nur eines Menschen, was an sich undenkbar ist. Daher der Ausdruck Theotokos, das ist ein wirklicher, fast schon ein Kampfbegriff. Also die Gebärerin eines Gottes, eine Menschengebärerin hätte man überhaupt nicht problematisiert. Ja, dann letztlich das Mitsterben beim Sterben dieses Gottes, der kein Gott mehr zu sein scheint. Alles das sind Zumutungen, unerhört, unerklärt und doch vollzieht es sich so. Maria steht als Auge im Taifun einer Theologie, die dieses Geschehen bis heute nicht erklären kann, aber sie kann es dem Glauben überantworten. Als sie mit dem Kind im Leib, von dem noch niemand weiß, über das Gebirge geht, trifft sie eine andere schwangere Frau. Und diese begreift alles schnell aus der Erregung des eigenen ungeborenen Kindes heraus. Zum ersten Mal bestätigt nun Elisabeth von außen, was eben noch gar nicht sichtbar ist, was Maria in der abgrundtiefen Stunde in Nazareth hörte, Mutter des erwarteten und seit Jahrhunderten ersehnten Kindes zu sein. Wie tief, wie wahr und gleichzeitig wie undenkbar. Er sei Sohn des Allerhöchsten, so nennt er sich ja selber in seiner späteren Öffnung. Aber Elisabeth nennt sie umstandslos und ergreifend Mutter des Herrn, griechisch des Kyrios. Und das ist ja nichts Geringeres als die Übersetzung des jüdischen Gottesnamens Adonai. Wir haben ja den Lobgesang Marias nur auf Griechisch und wenn man sich die Mühe machte, das mal versuchshalber in das jüdische Vokabular zurückzuübersetzen, dann wären wir beim Adonai. Dieser höchste Name, bekanntermaßen, wurde bei den Lesungen der Tora anstelle von Yahweh gebraucht. Der Name Yahweh wird ja nicht ausgesprochen. Kyrios wird aber nun auch sofort zum zweiten Mal eingeführt. Du hast geglaubt, was Kyrios, Adonai, dir sagen ließ. Und in diesem Wort Herr binden sich noch unentfaltet viele Geheimnisse zusammen. Die werden ja erst nach und nach wie eine Schatztruhe geöffnet. Sicher auch für Maria selbst. Ja? Also dieser Lebensvollzug heißt ja ein immer weiteres Öffnen, immer weiteres Ausschöpfen dessen, was in dieser unglaublich gedrängten Ansage am Anfang enthalten war.
bis zur Entfaltung eines dreifach göttlichen Lebens. Man kann das schon hören, man kann das im Gruß des Engels schon hören, ein dreifach göttliches Leben, was ja für das Judentum zunächst mal undenkbar war. Knospenhaft nämlich, schon angedeutet in Nazareth, im Höchsten, der von dem jetzt schon der Sohn, also der Zweite, kommt, während der Geist die Jungfrau überschattet. Wir haben also bereits drei Akteure. Und Schatten nun, auch der Schatten der göttlichen Wolke während der Wüstenwanderung Israels. Das heißt also, in dieser Ankündigung schon in Nazareth ist ja eine unglaubliche Fülle dieser Geheimnisse auch Israels bereits enthalten. Und so wird nun mit dem Namen des Herrn Kyrios bestätigt, was bisher nur Maria wusste, was nun offensichtlich als ihr Intimum auch von Elisabeth zumindest geahnt wird, ausgesprochen wird. Obwohl dem Augenschein nach Maria ja noch gar nicht sichtbar schwanger ist. Marias Antwort ist Jubel und wir wenden uns dem zu. Ausbruch überwältigender Freude. Überwältigung meint nicht den Rausch des Unklaren. Wir kennen solche antiken Ausbrüche. Im vieldeutigen Reden der delphischen Pythia, im schäumenden Mund einer Kassandra. Ich will mal in andere Beispiele hineintreten, übrigens in der Regel über Frauen, also Frauen, die von Gott erfasst, von einem Gott erfasst werden und dann in solche Ekstasen münden. Kassandra in der griechischen Tragödie, das sind Frauen, die dann unbewusst bleiben, ja? Die werden erfasst, werden sozusagen mitgespült, brechen aus und kehren dann irgendwie in ihr eigenes, kleineres Dasein wieder zurück. Aber Marias Gesang ist Theologie, Erbe jüdischer Frömmigkeit und von daher Erbe erleuchteter Klarheit, kein schäumender Mund. Ambrosius wird später nicht nur von ihr, aber grundsätzlich zu all dem, was hier an Ekstasen kommt, gleichzeitig ein großartiges Wort prägen. Es gehe hier um nüchterne Trunkenheit, die sobria ebrietas, die nüchterne Trunkenheit. Also ich habe auch wieder etwas zusammengespannt, was wir normalerweise eben in seiner Konkretion so gar nicht kennen. Jetzt gehen wir Wort für Wort. Also, wir haben Elisabeth skizziert und die Einführung, dass nun der Herr, also Adonai, sondern die unmittelbare Quelle dessen ist, was nun gesungen wird. Der Gesang beginnt mit dem Wort groß, mega. Heute wieder ein gebrauchtes Wort. Es ist Gesang einer Größe, für die diese Welt keinen Vergleich hergibt. Größe, die zweifachen Jubel auslöst über die persönliche Erwählung und über das alle Zeit überspannende Handeln Gottes an Israel. Es ist beides drin. Maria begreift sich selbst am Schicksal Israels. Das heißt also ihr Einzelschicksal an der Jahrhunderte überwölbenden Erziehung und Zucht des Trägervolkes, das ja seine eigene Erwählung nur sehr schwer begreifen konnte. Aber sie fasst jetzt diese Erwählung nochmal zusammen, und zwar genau nochmal im Blick auf sich. Was meint Größe? Es meint die Größe des Herrn, das Ganze der Geschichte in der Hand zu halten. Tausenderlei Fäden, unübersehbar vieles, alles zu schaffen, zu begaben und zugleich einzuflechten in ein Ganzes. Also nichts, was der Hand des Herrn hier, nicht nur hier, sondern überhaupt entgleitet. Also genau die Unübersichtlichkeiten, das Verwirrte, das anscheinend Sinnlose der Geschichte. Nein, also der Herr der Geschichte, der diese Fäden in der Tat zu einem Gewebe zusammenfügt. Gewebe und gleichzeitig auch Wege, die weitergehen, Wege der Liebe und Wege des Lichts. Ein Zitat Guardinis zeigt auf diese Konstellation hin. Guardini ist ein Meister der Aussage und kann diese schwierigen Zusammenhänge auch großartig ins Wort bringen. Und Wege des Lichts wird von ihm so übersetzt. Es ist nicht das tiefste Geheimnis, das im Dunkel des Chaos versinkt. In der Undurchsichtigkeit verworrenen Seins. Die geheimste Tiefe
liegt in der ganz hellen Form, in der Gestalt, die vollkommen durchsehbar ist, die keinen verborgenen Winkel mehr hat. Die geheimste Tiefe liegt im Lichte selbst. Und das ist gemeint mit der Größe des Herrn, der die Geschichte zusammenhält. Hier gibt es keine dunklen Winkel. Auf Dauer wird alles in einer Lichtfülle erscheinen, worin auch die Dunkelheiten dazugehören. Das heißt aber grundsätzlich eben, dass Geschichte nicht etwas ist, was auseinanderläuft und für uns dann unlesbar wird, sinnlos, sondern ganz umgekehrt. Ganz umgekehrt. Die tragenden Kräfte werden von dem Herrn immer in der Hand behalten. Wir Spätlinge heute setzen den Einzelnen fast absolut, losgelöst von den tragenden Kräften der Herkunft. Auch losgelöst von der Geschichte, als würde sie ihre eigenen Gesetze meandernd irgendwo vollziehen. Losgelöst von einer verlässlichen Kontinuität. Wir sind ebenso wahrscheinlich vieler Hinsicht losgelöst von einer Zukunft, die vor allem als Katastrophe gekennzeichnet wird. Ich gebe einfach zwei Beispiele für dieses Lösen. Was sind schon Eltern? Was wäre Heimat? Was ist Blutbindung? Wenn wir unter dem heutigen Stichwort der Autonomie Weltbürger werden sollen und möglicherweise Intended Parents, also nur selbsternannte Eltern, akzeptieren. Intended Parents ist ein Ausdruck, der aus Brüssel stammt. Man kann sich von seinen bisherigen Eltern abmelden und andere Eltern als Wunscheltern angeben. Was ist schon Zukunft, wenn unterschwellig im Alter meine Autonomie mich zur Selbsttötung bringt? Also worauf ich hin will, ist jetzt die Frage, wie weit die Größe der Geschichte, die Gott in der Hand hat, die der Große in der Hand hat, im Grunde genommen heute von uns so konterkariert wird, dass jeder von uns einzeln seine eigene und abstürzende Geschichte schreibt. Was ist schon Zukunft, wenn Kinder als Gefahr für das Klima gelten? Wenn Frauen deswegen den Uterus herausoperieren lassen? Hier entgleitet Geschichte, hier entgleitet das Vertrauen überhaupt, dass der Herr Adonai einen Text schreibt, einen Text webt, genauer genommen. Mega ist etwas ganz anderes. Göttlich groß ist das Einbinden des Einzelnen in ein Gesamtwerk, auch wenn es für uns undurchschaubar und überwältigend ausgefächert ist. Das Aufdecken solcher Gesamtschau bleibt auch dem letzten Buch der Bibel vorbehalten, der Apokalypse. Dort wird das Gewebe des Schicksals gedeutet, dort wird das Tragende, Ziehende, Heilende überpersönlicher Kräfte gesehen und kann dort auch bedankt werden. Aber wie wunderbar ist Marias Einsicht, dass sie von Anfang an, vor aller ihrer eigenen Bewusstheit, bevor überhaupt Israel zu einem Bewusstsein seiner Auserwählung kommt, vorgesehen war, dass sie durch die Geschlechterketten bevorbereitet wurde. Genau das ist, was uns heute so unglaublich verloren geht. Also dieses Gewolltsein von einem uns völlig unbegreiflichen, auch nächtigen Anfang her. Und genau das ist groß, das einmal zu sehen. Es ist tiefste Freude, gewollt zu sein. Es geht noch weiter. Auch die zukünftigen Geschlechter werden sie preisen. Immer schon war sie erwählt und sie bleibt es immerwährend, zeitfrei. Dieses Immer schon, das sich durch das ganze Leben zieht, in diesem Sinne natürlich auch durch unser Leben. Alles läuft auf sie zu. Der Advent Jesu, auf den alle warteten, ist zuerst der Advent Marias in der Reihenfolge. Wir dürfen und wir sollen das auf uns übertragen. Die alles überragende Größe Gottes zeigt sich darin, er wird uns einmal das von fern her Gedachte unseres eigenen Daseins, das oft so einsam erscheint, verloren, zeigen. Und die weithin fruchtbare Wirkung unseres Tuns bis in fernste Geschlechter. Was wissen wir schon, was aus unseren kärglichen Samen und den Beten, die wir anlegen, aufgehen? Wir wissen es nicht, aber es wird uns gezeigt werden, bis in fernste Geschlechter. Wir werden uns wohl auch gegenseitig loben dürfen, staunen.
die ungeahnte Frucht unseres Daseins erkennen. Gelöst aus der scheinbaren Vergeblichkeit des Tuns. Auch gelöst aus dem Labyrinth schuldigen Versagens, das Richtige nicht getan zu haben. Selbst die Reue muss ihm dienen. Auch gelöst aus der Belastung, von den eigenen Eltern vielleicht gar nicht gewollt gewesen zu sein. Vielmehr, seit langem läuft die Vorsehung Gottes auch auf uns zu. Genau das dürfen wir übertragen. Ja? Also Größe heißt hier sozusagen nicht an einzelnen Dingen verzweifeln oder das Ganze einfach nicht mehr übersehen, ganz im Gegenteil. Mega heißt, dass das Ganze gewollt ist, das Ganze eine Sinnlinie hat, das Ganze auch ein Finis hat, ein Ziel. Und wir gehören zu diesem Ziel. Das ist Glück. Schon im Anfang der Welt waren wir gewollt, Paulus, schon im Anfang, unvordenklich. Das lässt jubeln, warum? Weil all dies den Sinn, das Gerichtetsein unseres Daseins auf ein Ziel hin öffnet. Damit wird übrigens auch die Frage geöffnet, was wir in Ewigkeit tun werden. Wie wird das aussehen? Ein Vorschlag, all diese Geschehnisse unerschöpflich zu durchstreifen, an denen wir teilhatten, aber auch an denen, die uns mitgebildet haben und die wir noch gar nicht kennen. Denen wir uns verdanken die sich uns verdanken. Wir wissen ja auch nicht, was die Enkel, die Urenkel und in alle Ewigkeit in diesem Sinne als Segen auch von uns noch ausgeht. Ein beständiges Aufblitzen neuer Facetten, die mit uns zu tun haben. Deswegen jubeln Psyche und Pneuma, Seele und Geist, Gemüt und Vernunft, wie immer man das übersetzt. Das ist Jubel. Eingebunden sein in das große Ganze, noch einmal, kat holon. Gleich danach, zweiter Punkt, steht das Wort Niedrigkeit, verstärkt durch die Magd. Ist das ein anstößiges Gegenbild zur Größe? Niedrigkeit, tapenosis, kommt im Neuen Testament nur 4-mal vor, aber immer mit der im Deutschen hörbaren Erniedrigung. Also ein Beispiel, Philipper 3, er wird unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten. Auch das Wort Magd, griechisch doulos, könnte durchaus auch Sklavin heißen. Schon die lukanische Verkündigung enthält die magdliche Haltung, nämlich das Fiat Marias, als Antwort. Und so bleibt das Anstößige. Aber wie immer, gerade im Widerständigen liegt ein Schlüssel. Die Vulgata, die lateinische Übersetzung des Alten Testaments, übersetzt tapenosis mit humilitas und das meint Demut. Humilitas kommt von humus, Erde. Es meint am Boden bleiben, auf dem Teppich bleiben. Es bedeutet nicht, sich selbst schlecht zu machen, sondern dort zu stehen, wo man hingehört. Sehr einfach. Passt dieser Humus zur Mutter Jesu, die selber weitersagt, bis zum Ende der Zeiten würden sie alle rühmen? Ja, doch. Unten ist nicht das Schlechte. Es ist nicht das Verächtliche, es ist der Ort des Menschen. Einfach und genau das Gegenbild zum Göttlichen, dem Oben, dem Herrlichen. Aber eben darin kommt der unerwartete Umschlag. Unten wird der Ort der Herrlichkeit. Unten kommt es zur Umwertung aller Werte, von denen Nietzsche träumte. Wert meint ja im Deutschen, das ist eine dieser grandiosen Wortwurzeln, kommt von Wert, also rückwärts, vorwärts, seitwärts. Wert heißt immer etwas, was zieht, auch wendet, auf jeden Fall sozusagen in Bewegung setzt. Der göttliche Eros zieht nach unten. Augustinus hat später einmal kommentiert, sein Wissen über Gott habe er eigentlich in allen antiken Religionen gefunden, vor allem bei Platon. Also da habe ich ja schon ganz viel gehört. Aber von einem einzigen wussten sie gar nichts und das sei neu gewesen, deswegen sei er Christ geworden. Vom Herabsteigen des Sohnes, von seiner Humilitas. Von seiner Freude an der Erde, seiner Freude am Fleisch. Keine einzige antike Religion kennt das. Das Fleisch bleibt immer das, von dem man sich entfernt oder das man im Zaum halten muss.
Die Demut Marias, Humilitas, ist Freude. Die Magd ist der Ort der Herrlichkeit. Ihre Niedrigkeit wird nicht irgendwie aufgewertet. Vielmehr, die Niedrigkeit ist das sichtbare Ort einer unfasslichen Glorie. Das wird sich noch am gesamten Leben der Mutter und des Sohnes erweisen, viel tiefer als die Stunde ahnen lässt. Diese Niedrigkeit hält nicht vom Jubel ab. Sie hemmt nicht, denn sie ist Glück. Unten ist für alle Zukunft der Ort, wo Gott ist. Ein dritter Gedanke, ja, der Mächtige hat Großes an mir getan, noch einmal mega. Im Umkehrschluss auch an uns. Seit der Stunde in Nazareth gilt die Schönheit, das Leuchtende, des Unscheinbaren und Kleinen, auch des Unmündigen. Selig ist sie, an der zuerst diese Umwertung sichtbar wird. Wunderbar ist es, unten zu sein. Wunderbar ist es, Magd zu sein, in der alle Herrlichkeit aufbricht. Wo soll sie sonst aufbrechen? Nur die Armut kann diesem Reichtum standhalten. Nur was leer ist, kann Fülle werden. Das sind jetzt auch Aussagen, die bis in die Mystik hineinreichen, die wir hier nicht vertiefen. Unsere eigene Seligkeit besteht darin, das zu verstehen. Alle Generationen, Kind und Kindskind, so übersetzt Luther, alle Generationen, Kind und Kindskind gehören in dieselbe Armut. Nur darin nimmt Gott Fleisch an. Adam und Eva überhoben sich, weil sie im eigenen Fleisch schon herrlich waren und nichts weiter geschenkt erwarten wollten. Aber geschenkte Herrlichkeit ist viel schöner, ungeheuer viel schöner. Geschenkte Herrlichkeit. Warum? Weil ihr die Liebe des Gebers anhaftet und sie als Duft umgibt. Mit Maria sind wir in den Duft einer unbegreiflichen und unbegriffenen Gabe gehüllt. Das Kleine ist das Große. Das Kind ist Gott. Der Verworfene ist der Eckstein. Die Magd ist Königin. Wunden werden leuchten. Daher der nie verstummende Gesang könnte immer weitergehen. Vierte Strophe, sein Name ist heilig. Heiligkeit fasst das ganze Wesen Gottes zusammen. Auf Hebräisch Kadosh. In diesem Wort Kadosh hört man noch etwas mit, ein warnendes Zischen. Es macht mir immer Freude, auch wieder in die Religionswissenschaft zu gehen, weil man dann noch ein paar Farben einträgt. Und aus dem mesopotamischen Sprachbereich stammt in der Tat das Wort Kadosh, dann auf Hebräisch so formuliert. Aber die alten Götterbilder in Mesopotamien waren zum Teil umgeben von Schlangen, die sich bei Näherung aufrichteten und zischten. Der Religionswissenschaftler Rudolf Otto kleidete das in die bekannte Formel, das Heilige sei tremendum, zittererregend, et fascinans, anziehend zugleich. Also dass die große Formel sozusagen für die antike Gotterfahrung oder Göttererfahrung tremendum et fascinosum. Auch Israel kennt diese doppelte Eigenschaft Gottes und fürchtet sie in Ehrfurcht. Und im Magnificat klingt diese Ehrfurcht nach. Der heilige Kadosh. Zum Zittern erregend gehören das Unbegreifliche, das Übergroße seiner Entscheidungen. Aber zum Anziehen gehört das, was im deutschen Wort heilig anklingt. Das Heile, das Ganzmachende, das Heilmachende. Das deutsche Wort heilig hat eigentlich genau die Gegenbedeutung zu Kadosh, also nähern und damit ganz werden. Auch das ist Freude, auf den zu treffen, von dem gemeint sein, der heilig schlechthin ist, in den Raum des Heiligen selbst hineingezogen und darin verwandelt werden. Was ist der Raum des Heiligen? Hier verlässt der Gesang die persönliche Aussage, bisher hat Maria von sich gesprochen und jetzt geht sie in
in die Deutung Israels über. Also nochmal die Deutung ihrer eigenen Herkunft und auch der Zukunft des Ganzen. Der Gesang bleibt nun ganz bei diesem Höchsten, das auszusagen so schwer ist. Aber hier wird es leicht, denn nun kommen jene Umkehrungen, die schon eingeleitet wurden. Sein Erbarmen ist an Furcht gebunden. Jetzt kommen alle diese Paradoxien nochmal, die wir ein wenig ins Licht stellen. Sein Erbarmen ist an Furcht gebunden. An welche Furcht? Die alte Welt kennt ihre Götter immer auch als Dämonen. Gut und Böse verwirren sich unentwirrbar. Daher finden sich in den alten Religionen in der Brunnentiefe ihrer Aussagen die Angst. Furchtbar ist vieles an den Göttern, schaudererregend. Der Grieche Archilochos, 7. Jahrhundert vor Christus, formuliert: Die Götter haben das letzte Wort. Sie heben dich in die Höhe, wenn du auf der dunklen Erde liegst, sie werfen dich auf den Rücken. Hast du erst einmal Fuß gefasst? Das ist eine unglaubliche Zusammenfassung dessen, was griechische Religion bedeutet. Hochheben und dann fallen gelassen werden, zum Spaß. Die Götter lachen. Also diese Vermischung von hell und dunkel und dieses wirklich Unlesbare. Sind die Götter nun Dämonen oder was bedeutet das? Der Angst antwortet deswegen das Opfer. Immer wieder muss man diese Gewalten mit kostbaren Gütern beschwichtigen, auch mit Menschenopfern. Der Grundgestus der meisten Religionen. Israel ist das Volk, das nicht ein blindes, sondern ein sehendes, erprobtes und durch Feuer und Wasser gegangenes Vertrauen gegen die Angst vollzogen hat. Immer wieder, unbeschadet dessen, dass es auch Rückfälle kennt, selbstverständlich. Aber dennoch, es lernt auf Dauer Vertrauen. Denn die Macht des einen Allmächtigen wird durch Barmherzigkeit, Toelios, bestimmt. Der Heilige enthält keine versteckte Bosheit mehr. Gott ist gut. Das ist eine sehr riskante Aussage. Das würde die alte Welt überhaupt nicht sagen. Auch wenn im ersten Johannesbrief formuliert wird, Gott ist gut oder Gott ist Licht und keine Finsternis in ihm. Die alte Welt hätte immer formuliert Licht und Finsternis. Also um sowas überhaupt sagen zu können, muss eine sehr, sehr tiefe und intensive Erfahrung zurückliegen. Und wo ordnen wir nun das Furchtbare ein? Auch Israel kennt Gott als furchtbar. Aber zu fürchten ist nicht mehr das Unberechenbare, das Willkürliche, sondern der furchtbare Schmerz der verletzten Liebe, der unbeugsamen Treue, die auf die Untreue des Volkes trifft. Es ist das Licht, das hier fordert, nicht die Bosheit, die verunsichert. Es gibt kein donnerndes Gericht mehr, keinen rasenden Götterzorn. Nur das Licht bricht ein auf seine leise Art zwingend. Es wird nicht gerichtet, es wird ans Licht geholt. Und damit deckt sich ohnehin alles auf. Die göttliche Liebe selbst ist abgestiegen in unsere nächtlichen Gassen. Noch einmal Bernhard, Kommentar zum Hohenlied. Um uns zu holen, rätselhafte Liebe. Die einzige Furcht, die einzige Ehrfurcht, die hier bleibt, ist die Furcht, dieser Liebe wieder weh zu tun. Das ist aber eine andere Furcht, als diejenige auf die Bosheit der Dämonen zu stoßen. Völlig andere Furcht. Der sechste Gedanke, im Ganzen sind es 7. So kommt der Umsturz. Er zerstreut die im Herzen voll Hochmut sind, er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Man hat versucht, daraus ein Sozialprogramm abzuleiten. Immer schon ist der Sozialismus die subtile Versuchung des Christentums. Der Satz stammt nicht von mir, stammt von Simone Weil. Sozialismus als die subtile Versuchung des Christentums. Das heißt, ein Parteiprogramm daraus zu machen aus der Nächstenliebe. Simone Weil, die Jüdin, die sich nicht taufen ließ, die aber 4 Christusbegegnungen hatte. Übrigens um viele Ecken verwandt mit Karl Marx.
aber sie hat sich bei Zeiten von ihm abgewandt. Ist Maria eine verborgene Sozialistin, zu der sie ja auch stilisiert worden ist? Aber deutlich spricht ihre Rede hier von einem Tun aus anderer Machtfülle. Wer sind denn die Hochmütigen, wer die Mächtigen, wer die Reichen? Weiter gefragt, wer sind die Niedrigen, wer sind die Hungrigen? Können wir sie so gut unterscheiden? Unser kurzsichtiges Auge kann in der Tat von der Außenseite her nicht urteilen. Wie viel Elend kam schon durch die Umstürze, die glaubten, alles besser zu machen, die aber nur Reichtum und Armut ausgetauscht haben. Wie viele Opfer zählen die Revolutionen, die glauben, mit einem neuen Programm das alte Verhalten ändern zu können? Gibt es nicht auch gierige Armut? Lässt Niedrigkeit nicht auch alle Laster wachsen? Ist in einem Reichen nicht gleichzeitig auch eine unglaubliche Belastung und eine unglaubliche Sehnsucht, aus dem, was ihm gehört, etwas zu machen, etwas Gutes zu machen? Wie können wir uns erlauben, hier Unterscheidungen einzutragen und vor allem dann eben auch etwas loszutreten, was im Grunde genommen nur Umkehrungen der bisherigen Besitzverhältnisse meint? Nicht wir sind die Richter der anderen, er ist es. Nur sein Gericht ist gerecht. Es reicht in ganz andere Tiefen als unsere Oberflächenmeinung. Marias Zuruf heißt, er vollbringt machtvolle Taten. Das ist Trost gegen die vordergründigen Urteile der Menschen. Es gibt eine Freude, die Gerechtigkeit heißt, aber nicht unsere Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist überhaupt Freude. Die Gerechtigkeit Gottes, weil sie wirklich in die Tiefen sieht und dort auch wirklich gut urteilen kann. So kommt der siebte Schlussstein im Gewölbe. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Noch einmal erscheint im Text der Knecht, aber im Griechischen heißt er diesmal nicht Doulos, also nicht der Sklave, sondern eigentlich Paidos, das Kind. Ich weiß nicht genau, warum man das immer mit Knecht Israel übersetzt. Eigentlich ist es das Kind Israel. Israel ist der kindliche Sohn. Er nimmt sich seines Kindes Israel an, wäre die Übersetzung. An dem kindlichen Sohn wird Gott offenbar, an Israel. Und noch einmal erscheint nun Elios, das Erbarmen, Eis ton Aiona, über die Äonen hinweg, in alle Zukunft und auch aus allen rückliegenden Äonen hervorgehend, aus den Vorzeiten Abrahams, aller Väter und Mütter. Ja, Erbarmen. Denn Erbarmen war nötig, um die Linien des Blutes auch in Israel bis zum einzigen Sohn des Vaters weiterströmen zu lassen und nicht vorzeitig zum Versiegen zu bringen oder aufzuhalten. Das Stammgut der Ahnen bedeutet auch etwas, was wir einmal ins Licht bringen müssen. Und ich zitiere hier eine Österreicherin, die leider in Österreich fast vergessen ist, nämlich Ida Friederike Görres, geborene Kuttenhove, die lange hier in Wien war und auch hier studiert hat. Görres hat einen frühen Aufsatz 1927 über Maria geschrieben und dort schreibt sie, Maria stammt ja auch aus Rebellenblut, aus Männern und Frauen, die oft mehr zur Macht und zur Lust, zu Rausch und Trieb und Rache gebetet haben, als zu Jahwe. Mörder und Lügner, Verräter, Abtrünnige, Götzendiener, Dirnen, Ehebrecher und Blutschänder stehen in der Reihe, die über Tamar und David, Bezabe, Salomon und Roboam und die unseligen Könige nach ihm geht. Es war keine Kleinigkeit, den Fluch dieses Blutes zu tragen. Voll dunkler Mächte und siedender Gier und ruchlosem Aufstand gegen den Herrn, Gott. Und weiter Ida Görres, wie konnten nur diese Ströme die Erde tränken, aus der der neue Adam gebildet werden sollte, an Leib und Seele eindringen in das heimlichste Geäder des Seins,
mit dem sich der Logos einer Person verband? Fragezeichen. Und dann, er nimmt sich seines Knechtes, ja vielmehr seines Kindes an, trotz aller dieser Untaten. Das ist Erbarmen, Rachamim, Treue, Emuna, Bund, Berit. Die Davids Tochter wird Filter. Ein ganz großartiger Gedanke. Die Davids Tochter wird Filter, um dieses unreine Erbe zu reinigen, sie, die Sündelose. So verschränkt sich Maria mit dem gesamten Schicksal Israels, auch dem dunklen, Gottvergessenen. Sie ist Ziel seiner Geschichte. Sie ist Frucht der Treue Gottes. Sie ist das Siegel auf seinem Bund. Das ist übrigens eine ganz frühe Rechtfertigung auch der unbefleckten Empfängnis. Also nochmal die Davidstochter, die etwas aufhalten muss. Nochmal, also das Wort Filter, das Göres hier wählt, ist, glaube ich, ein wunderbarer Aufschluss über das, was sie auch leisten musste. All das ist Freude. Und wir machen noch einmal den Rückschluss auf uns. Ist die Einzigartigkeit Marias ausschließend, Fragezeichen, nur an ihr geschehen? Gerade nicht. Sie bezieht alle ein, auch uns. Uns Spätlinge und alle, die noch später kommen und dazugehören wollen. Denn ihre Erwählung ist ein Versprechen für alle, die ihren Spuren nachgehen. Solche Vorgänge der Umkehrung nennen wir Erlösung. Aus Knechten werden Freunde, aus Sündern werden Heilige. Das sind die erregenden, die herrlichen Lösungen. Statt zu begreifen, werden wir ergriffen. Maria ist ein unverdienter Vorschuss aller Theologie, eine Überbietung durch das Leben. Sie hat allen anderen in die Nähe gerückt, was Leben heißt. Ohne sie wüssten wir es nicht. In Jesus Sirach, Kapitel 24, steht der schöne Satz, der Erste ist noch nicht am Ende damit, sie zu entdecken, wenn der Letzte beginnt, sie kennenzulernen. Botschaft der Freude. Ist sie zu groß, um ihr wirklich zu trauen? Das Evangelium braucht eigentlich kein Aufwecken und Lebendigwerden. Es genügt, wenn wir einfach seinen Leuchtspuren nachgehen. Wir haben mit einer Gedichtzeile begonnen, wir enden mit einer Gedichtzeile. Sie erinnern sich an Christopher Marlowe, also The Face That Launched a Thousand Ships, auf Helena gesprochen, die ich kühnerweise dann versucht habe, mit dem Gesicht Marias in Verbindung zu bringen. Und ich zitiere jetzt einen Iren, und zwar einen Zeitgenossen von Frank Duff, ein großartiger Schriftsteller, wenig bekannt, William Butler Yeats, natürlich auch ein Katholik. Er spricht von einem, der Spuren suchte. Wen er im Auge hat, wissen wir nicht. Einer, der Spuren suchte, bis er fand, jetzt kommt die Gedichtzeile, ein Weib, so strahlend schön vor Lieblichkeit, dass Männer um Mitternacht das Korn droschen beim Lichtschein einer Locke ihres Haares, einer gestohlenen kleinen Locke ihres Haares. Darf ich das wiederholen? Das ist einfach traumhaft schön poetisch, bitte. Das Wort gestohlen werde ich sofort noch ein bisschen erläutern. Also William Butler Yeats, einer der Spuren suchte, bis er fand, ein Weib so strahlend schön vor Lieblichkeit, dass Männer um die Mitternacht das Korn droschen beim Lichtschein einer Locke ihres Haares, einer gestohlenen kleinen Locke ihres Haares. Gestohlen oder nicht, wir brauchen nicht stehlen. Hauptsache, wir arbeiten beim Schein ihres Haares. Und das wünsche ich uns. Vielen Dank.